Bitte schön. Sie haben mindestens 3 Ersatzspieler für jeden von uns. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Bürgermeister, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, wir haben einen Ergänzungsantrag, also ein Anträgchen, zu dem muss ich eigentlich nicht viel sagen. 3 Punkte. Das Wichtigste ist vielleicht vorab, dass auf der Folie des Herrn Dr. Kant von der Bürgerinitiative stand ja drauf, dass auch unser Sie sich auch sehr freuen über unseren Ergänzungsantrag. Ein Punkt ist, dass alle rechtlichen Mittel genutzt werden sollen, dass der Eigentümer den Wald wiederherstellen lässt. Das Gebiet ist Wald und dann soll es auch Wald sein. Wir brauchen uns politisch nicht hier zu streiten, denn es sollen alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft werden. Dagegen kann eigentlich niemand etwas haben. Das Zweite ist, zum Status des Schutzwaldes zu erklären, also den Schutzbedarf oder den Schutzrang etwas zu erhöhen. Und das Dritte ist, es zum Erholungswald zu erklären. Wie gesagt, die Bürgerinitiative ist auch sehr dafür. Und ich möchte jetzt die restliche Redezeit oder zumindest ein bisschen dafür verwenden, auf das einzugehen, was Herr Kaden gesagt hat und auch Herr Blödner, also CDU und FDP, was nämlich eigentlich, finde ich, das Fatale oder das Gefährliche an diesem Vorgang ist, und wir sollten alle sehr darauf achten. Natürlich, wenn ich ein Baugrundstück kaufe und da ist ein großer Wald drauf oder da ist ein Baum drauf und ich will das dann bebauen, dann gibt es immer irgendwelche Menschen in der Nähe, die sagen, ach, der Baum soll bleiben, das Grün und so. Das ist es aber ein Baugrundstück, was ich zu Baugrundstückskosten gekauft habe, und wo ich dann entweder über § 34 Innenbebauung oder über einen Bebauungsplan mein Bauwerk errichte. So, das ist völlig okay, dass man sich da mal um den Baum kappelt und so. Das ist ein politischer Prozess, der geht mal so aus, das ist völlig okay. Was nicht okay ist, ist, wenn ich einen Wald kaufe. Einen Wald kaufe, der erkennbar auch im Außenbereich ist, wie Herr Engel gesagt hat. Ich kaufe diesen Wald zu Waldpreisen, also ein paar Euro pro Quadratmeter. Dann gehe ich hin, hacke alle Bäume ab. Herr Kaden, Sie haben ja recht, juristisch gesehen war das nicht verkehrt, was da gemacht wurde. Das stimmt. Aber jetzt ist der Wald erstmal weg. Und jetzt heißt es, naja, der wächst halt wieder nach. Aber ich kann Ihnen versprechen, in 1, 2, 3 Jahren stehen wir wieder hier und dann sind die Pläne da für eine Bebauung. Und dann werden wir uns streiten, ob der bebauen darf oder nicht. Und dann hat der Investor aber einen Hebel, einen unfassbaren Hebel von ein paar Euro für Wald bezahlt zu ein paar Hunderten Euro an Grundstücksfläche wert. Und dann wird die CDU und die FDP wieder sagen, ja, das ist ja Marktwirtschaft. Nein, das ist nicht Marktwirtschaft. Marktwirtschaft, Kapitalismus ist, wenn ich schlau bin und ich irgendwas herstelle, irgendwas mache und ich Geld bekomme für ein Investment. Es ist aber nicht Kapitalismus, wenn ich einen Wald kaufe und durch irgendwelche, ich sag mal, Mauscheleien oder komische Prozesse diesen Wald umwidme zu einem wirklich lukrativsten, das ist ja in der Neustadt, ein teureres Bauland gibt es ja kaum. Ja? Also von daher ist es schon eine reale Gefahr, wenn wir diesen Antrag heute nicht beschließen. Und wie gesagt, wenn wir nicht beschließen, dann werden wir uns hoffentlich in 1, 2, 3 Jahren erinnern, wer dann dafür ist, dass da eine Bebauung stattfindet. Und wenn wir ihn beschließen, wäre sehr schön. Wie gesagt, unser Ergänzungsantrag findet auch die Bürgerinitiative toll. Ich würde mich freuen, wenn Sie dem mit zustimmen. Und ansonsten verbleibe ich bis zur nächsten Rede. Dankeschön.